Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Vielleicht die letzte Runde mit der Ranger. Weil wenn es jetzt eine einigermaßen gute Runde wird, bin ich so durch. Schade, weil diese, mir liegt sie. Ich habe Spaß dran. So. Du bist verdammt leise. Entschuldigung. Die Verbindung ist arg am Schwanken. Ich weiß nicht, ob das an dem vierten Gewitter liegt, was da hinten gerade vorbeirauscht. Ja, 100er Ping. Da kommt eine Anti-Air-Staffel vorbei. Wo fährst du lang? Da rückwärts oder was machst du? Ja, besser wär's, ne? Ja, also ich tue jetzt nach rechts abdrehen. Aber guck mal, da ist eine riesige Lücke vor dir. Ja. Die Leitung schon gewechselt. Aber der schwankt jetzt zwischen 30 und über 100. Hm. Ich nehme mal an, dass hier gleich richtig der Bär steppt. Wenn du rechts aus dem Fenster guckst, da kommt eine Gewitterwolke. Hinterm Haus kommt eine Gewitterfront. Ziel zerstört. Warte auf Anweisungen. Ich nehme mal an, hier haben wir gleich am. Ach, dort ist ein Jäger. Wolltest du nicht runterfahren? Du fährst nämlich gerade ins Gefecht rein. Ja, voll dabei. Oh, HE. Huhu, ein Abbrecher von New York. Mist. Kehren zurück. Staffel weg. Nee, keine Munition mehr. Und jetzt hat er die zwischen. Dann flieg hier entweder über die New York oder über mich hinweg. Ach, obwohl du bist. Nee, ich kann nicht mehr wegfliegen, ist das Problem. Wenn der keine Mumpel mehr hat, kann ich keinen Angriff mehr starten. Immer diese Ausreden. Ja. Autopilot deaktiviert. Gruppe 5, startklar. Dreh. Auf die Bremse. Dreh. In der Luft. In der Luft. Warte auf Anweisungen. Ende. Oho, 760 auf eine Colorado. Manchmal wünschte ich mir echt, man könnte so ein Wolfsrudel hier zu Hilfe rufen. Weißt du, so ein halbes Dutzend U-Boote. Hilfe! Warte auf Anweisungen. Was? Wo? Wieso? Bei mir hängt da was am. Er ist zu weit weg. Ich will mich hier gerade auf die Bomberstaffel konzentrieren.
Na, endlich die erste Tote. Nach 6 Minuten. Gruppe 2, behalte derzeitigen Kurs bei. Och, verdammt. Schon wieder 3 Treffer auf die Colorado ohne Punkte. Ich gehe nochmal auf die Colorado. Ja, Torpedos habe ich leider nicht mehr so viel, aber egal, die fliegen jetzt erstmal dahin. Ich gehe da hinten auf die Colorado, die ganz hinten rechts ist. Ja, auf die bin ich auch am Schießen, aber ich mache komischerweise nur Abpraller, Abbrecher und so ein. Links von mir kommt ein Torpedobomber. Ja, ich weiß, ich habe meine Anti-Air-Staffel schon hingeschickt, aber. Ja, 3 habe ich schon runtergeholt. Du hast ja alle abgeschossen. Oh, 6. Aber einem. Los! Zieh dein Bein! Ja! Reparieren und rum. Wir sind ja schon 2 weg. Schon wieder 760 auf die Colorado. Boah, haut dem hier frontal mit HE rein. Klar, das macht 5000 von mir. Oh, wei. 20 Treffer, 24.000 Punkte. Ziel zerstört. Nein. Oh, super. Ein Treffer, Brenner, 5000 Punkte. Und meine Torps sind hin. Komm, wach ab. Nein. Haben sie mir meine Gruppe 2 rausgenommen, das ist nicht nett. Ich wurzel hier runter, verdammte Hacke. Gib mal Vollgas, ich komme mal zu dir hoch. So viel Vertrauen da unten zu unseren Helden. Ja, ist alles ein Knubbel und die fahren ja noch nicht mal in die Mitte rein. Wir sind zwar im Moment am Führen, aber das liegt ja nicht an mir. Bei solchen Treffergruppen könnte ich echt kotzen. 3 Abpraller, 2 Abbrecher, einer durch. Mhm. Die Colorado, die hat mir mittlerweile schon 20.000 weggeballert. Mit einem Brand und mit HE. So, zack. Ich brenne schon wieder. So, Flugzeuge. Schon wieder 3 Abpraller. Wer macht ihr da noch zu schaffen? Die Colorado oder was? Da ist die Colorado und die Fleischwurst. Ah, brennt schon wieder. War schon wieder die Colorado. Und ich habe 40 Treffer und 38.000 Punkte. Hm. Was? Wo kommen denn die Tops? Wo? Da ist doch die Mars. Vorbei. Habe ich nicht gesehen. Ich habe ja mittlerweile 3 Feuer. Nimm mal an, jetzt klaut er meinen Kill.
nein, jetzt setzt du die Torpedos noch ab. Ja, ich glaube meine 16., 17. Runde, mein erster Kill. Obwohl ich schon ein paar Mal oben stand. Die verstecken sich alle. Nähern uns Ziel. Ich spiele hinter mir, war auch eine super Hilfe. Super. 47 Treffer, ein Brand, 33 Secondary Treffer, 48.000 Punkte nur. Wir stehen unter Beschuss. 17 Treffer, 5 Abbrecher, 14 durch, 11 Abpraller. Ich muss gleich mal nachgucken, wie viel Feuer die Colorado bei mir gemacht hat. 14 oder so. Oh, das war's, das Spiel. Jetzt sterben sie wie die Fliegen. Weißt du, dann so ein großes, kräftiges Schiff wie die Fleischwurst auf K. Wenn jetzt ein Bomber zufliegt. Oh, Bomber ist weg. Kehren zurück zum Schiff. Die Gegner knubbeln sich da oben aber auch gut. Ja. Ach, solange wir gewinnen, soll es mir recht sein. Genau. Das habe ich in letzter Zeit, wer weiß wie oft, weißt du, 48 Treffer, 49.000 Punkte. Also irgendwas mache ich verkehrt anscheinend. Ja, im Moment bin ich, was habe ich, 43. DDs brauche ich momentan gar nicht zu fahren. Ich bin heute, glaube ich, 6 oder 7 Mal DD gefahren und hatte einen Torptreffer. Weißt du, und dabei waren ja meine zwei Japaner hier, ein Fortbeschleuniger. Ja. Wo ich richtige Teppiche lege, aber selbst wenn du sie über Kreuz legst, da fahren ja Schlachtschiffe hier raus ohne Ende. Ich habe vorhin einen Screenshot gemacht, bin ich mit meiner Kagero gefahren. Da waren nur 7 Zehner als Gegner. Dann geht's, ja. Ja, der Rest war 9er. Siehste. Und jeder hat der Radar. Aber wir jammern ja nicht, ne? Nein. Wir klagen. Wir stehen unter Beschuss. Wir stehen unter Beschuss. Ah, New York. Okay. Gruppe 4, nähern uns Ziel. Gruppe 4. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Gruppe 2, startklar. Die Riul, der Flugzeugträger, der sieht ja von vorne aus wie ein Delfin. So, jetzt habe ich 83.000. Nee. Jetzt geht's mir besser. Ich glaube, ich nehme mir gleich das Kleinkalibergewehr und schieße ein bisschen auf deinen neuen Grill. Ist das vom letzten Jahr, so neu ist der nicht mehr. Behalte derzeitigen Kurs bei. Also kann ich ruhig das Großkaliber nehmen. Genau. Oder ich schieße mit der Armbrust drauf, dann kannst du doch die Jacke dran aufhängen.
Von innen oder außen, je nachdem du willst. Die Gneisen noch können jetzt da oben absahen. Nähern uns dem Ziel. Jo. Und als nächstes ist der Träger dran. Flugzeugträger hat sich. Oh, ganz knapp an dem Kadaver schrammt der vorbei. Aus mit vorbeischrammen. Oh, jetzt platzt er. Mhm. Ist doch schön, dass der da einen Jäger anklickt, ne? Aber deswegen war es ja schon auf dem Weg nach oben. Ja, dem geht es wahrscheinlich eher darum, ich soll versuchen, die Independence aufzumachen. Ja, ja. Aber genau aus dem Grund bist du auch da hochgeflogen. Da ist er. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen. Tja. Der hat das Handtuch geschmissen. Der fährt nicht mehr. Vielleicht hat er auch keine Flugzeuge mehr. Auf Anweisungen. Ende. Ja, der ist stehen geblieben. Die Geschütze. Die das Flugabwehr geht nach links und rechts. Der ist AFK. Der ist gegangen. Sowas macht immer Spaß, ne? Mhm. Hier müsste es noch so einen Button geben, so melden wegen unsportlichem Verhalten oder sowas. Den habe ich mir verdient. Hundertdreizehntausend. Was für eine letzte Runde. Zweiter bin ich. Die Omahan 5 als erster. Geil. Wie geil ist das denn, ey? Ja, ich finde es viel besser, dass die Fleischwurst AFK war und 12 Flugzeuge runtergeholt hat. Ja, und hat überlebt. Ja. So, wie viele Punkte habe ich? 4000. Ich glaube, 1500 habe ich noch gebraucht. Damit habe ich dann jetzt also meine Ranger durch. War ein netter Flugzeugträger. Der hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Und ich hoffe mal, dass die Lexi jetzt da weitermacht, wo die Ranger aufgehört hat. Also, die nächste Runde werden wir dann wahrscheinlich mit der Lexington sehen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde.